Ja, heute war Tag 1 der Frankfurter Buchmesse und deshalb noch Folgendes. Fast alles bekommen Sie am Automaten. Schlechten Kaffee, kalte Cola, Perlongstrümpfe, Kaugummi, Kondome, Geldscheine und jetzt bei Knopfdruck Bücher. Bevorzugt auf Bahnhöfen. Und das Angebot für die schnelle Geschichte zwischendurch ist günstig, kommen Sie nicht teurer als einen Euro. Bernd Kungel mit dem praktischen Tipp für Kurzweil auf der Kurzstrecke. Lyrik auf Knopfdruck. In einen Süßwarenautomaten auf einem Bahnsteig hat wohl schon jeder eine Münze geworfen. Doch was da seit kurzem neben Gummibärchen oder Chips aus dem Kasten fällt, ist für viele doch eine Überraschung. Lesefutter in Form von kleinen gelben Heftchen des Berliner Mini-Verlags Subkultur soll den Fahrgästen die Zeit vertreiben. Für ihre Buchreihe Schöner Lesen hatten Frank Maloy und seine beiden Mitstreiter eine geniale Vertriebsidee. Natürlich ist es uns lieber, dass die Hefte auch gelesen werden. Und dann muss man halt an die Orte gehen, wo die Menschen auch sind. Und wir wollen schon ein Lesesnack sein. Also man darf bei uns jetzt nicht erwarten, dass da ein kitschiger Liebesroman dabei ist oder dass vielleicht eine Krimi-Geschichte dabei ist, sondern wir verkaufen schon Literatur für 1 Euro. Die neue Verkaufsidee ist aber eigentlich ein alter Hut. Schon vor 90 Jahren betrieb der renommierte Reklamverlag eigene Automaten als Waffe gegen die Schundliteratur. Für 40 Reichspfennig kam so deutsche Hochkultur millionenfach unters Volk. Geschäftsführer Frank Maloy träumt zwar noch von solchen Riesenumsätzen, dennoch profitiert auch sein Kleinverlag von der Aufbruchsstimmung in der jungen deutschen Literaturszene. Die liebevoll zubereiteten Lesesnacks werden inzwischen auf Bahnhöfen in ganz Deutschland verkauft. Schon über 40 Ausgaben der dünnen Heftchen mit Drama, Prosa oder Trash umfasst das Sortiment. Mehr als 20.000 Exemplare flutschten schon aus den Automaten. Es macht also Spaß, das Naschen für den Geist. Die Heftchen sind hier im Schnitt in 4 Tagen ausverkauft. Also der Umsatz oder der Abverkauf ist da und die Leute sind interessiert und funktioniert. Mit den leicht konsumierbaren Literaturhäppchen aus dem Automaten will man Büchermuffel die Schwellenangst nehmen und sie so zum späteren Kauf dickerer Bücher anregen. Lesermeinungen. So leichte Kost, aber vielleicht unterhaltsam. Also so, dass man schon in der Bahn lesen kann auch. Also ja. Man vielleicht auch noch Lust hat, es zu lesen, wenn man schon den ganzen Tag irgendwas anderes gelesen hat. Also wenn man lange unterwegs ist, dann ja, finde ich gut. Ja, wunderbar. Also ich lese auch gerne. Wenn ich nichts dabei hätte, würde ich es lesen. Und wenn jemand da sitzen würde und es mir nett verkauft, würde ich es noch lieber lesen. Auch nach Ladenschluss versorgt mit Lektüre aus dem Automaten, kann man getrost auf Lesereise gehen. Bei uns bekommen Sie ja fast alles. Deshalb hier noch das Wetter zum Buch.